Hallo von der IWA 2023. Wir sind hier auf dem Stand von Petersen Gunworks, kurz genannt PGW. Und neben mir steht der Büchsenmacher Alexander. Und der wird uns jetzt mal was über seine Mündungsbremsen erzählen. Ganz genau. Also wir machen eine große Auswahl von Mündungsbremsen, hauptsächlich welche zum Klemmen. Die können also auf konischen oder zylindrischen Läufen montiert werden. Wir fertigen die genau nach Kundenmaßen an, dass die Sicherung, also die Klemmung sicher funktioniert. Und bieten halt von jeder Bremse auch eine Gewindeausführung an. Okay. Und bieten irgendwie 270 verschiedene Kombinationen aus Kaliber und Gewinde an. Es gibt also keine Waffe, auf der wir keine Bremse montieren können. Okay. Ab welchem Kaliber startet ihr und wo hört ihr auf? Wir starten bei 22 und wir enden bei Büchsenkalibern bei Kaliber 50 oder bei Flintenkalibern bei Kaliber 12. Ja, was ist das für ein Material? Kannst du dazu noch was sagen? Aus 42 Chromo-4, das ist Laufstahl praktisch, also aus einem relativ festen Kohlenstoffstahl, sind anschließend PVD beschichtet, also quasi für die Ewigkeit. Ja, und das ist eine Hartstoffbeschichtung oder? PVD da wird praktisch ein Medium im Vakuum verdampft, das legt sich hier molekular oben drauf. Die Schichtdicke ist sehr dünn, aber die Härte ist ein Drittel so hart wie Diamant. Okay, hört's gut an. Und da wir gerade in der Abteilung Gewehre sind, du baust auch ein Chassis-System. Ganz genau. Und auch ein Zweibein. Könntest du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen? Genau, das Zweibein ist vor allen Dingen interessant, weil es ist ein super steifes Zweibein für Präzisionsbereich. Einzeln einstellbar, vor allen Dingen halt eine Harris-Aufnahme. Man kann es auf flachen oder runden Vorderschäften montieren, an einer OS-Riemenbügelöse. Und alles hochfestes Aluminium, alles hart eloxal, den kann man also praktisch nicht kaputt kriegen. Ne? Ja. Und zum Chassis kannst du uns dazu auch noch was sagen? Achso, eine kurze Sache. Es ist BDS-konform. Das heißt unter 400 mm. Nicht unwichtig für Sportschützen. Absolut. Okay. Ja. Und das Chassis, das ist jetzt eine Waffe, die ich mir mal vor ein paar Jahren gebaut habe fürs Long-Range-Schießen. Mit einem Barrel-Block montiert, wo also System und Lauf mit dem Chassis nur mit dem Block montiert, verbunden sind und nicht mit dem dünnen, wandigen System. Okay. Und wir bauen jetzt davon eine verbesserte Ausführung, weil wir aus ein paar Sachen gelernt haben. Das Ding wird also, sagen wir mal, in den nächsten 2 Monaten entstehen und auch auf der Website stehen. Ja. Und da wir gerade bei Chassis sind, du machst auch ein Chassis für Pistolen. Das führt uns zu diesem Gerät. Kannst du uns dazu auch noch ein bisschen was erzählen? Also das ist jetzt noch ein Prototyp. Wir haben ihn also jetzt quasi vor einer Woche erst fertig gekriegt und aus dem Ausstellen hier. Es ist klappbar, man kann alle Glock-Modelle reinsetzen, egal ob Large Frame oder Standard oder Kompakt. Alle Lauflängen passen rein, man kann es mit einem Kompensator schießen. Es ist komplett nach oben offen, das heißt, man schießt nicht mit einem Visier, was auf dem Gehäuse montiert ist, sondern über die MOS quasi, was also es deutlich präziser macht. Ja. Alles 70-75, wieder hochfestes Aluminium, lässt sich super leicht zerlegen. Einfach Stift rausziehen, rausdrücken und man kann die Waffe entnehmen. Okay. Keine komplizierten Geschichten, nichts, was abfallen kann. Und aufgrund der Rückmeldung werden wir uns bestimmt auch mal andere Pistolenmodelle angucken. Das denke ich mal, ja klar. Da könnten ein paar sehr interessant sein. Ja. Könntest du da auch schon was zum Preis grob sagen? Ja, oder? Zwischen 500 und 600 Euro wahrscheinlich Verkaufspreis. Okay. Ne? Also High Price, aber dafür halt ohne Kompromisse. Ja, jetzt gut an. Alexander, danke dir für die Zeit. Danke dir. Hab eine gute Messe. Ja? Dir auch. Bis zum nächsten Mal.